Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Minecraft Live in the Woods. Jetzt geht es hier weiter, ich bin immer noch bei dem Baum. Und ich glaube, ich werde jetzt den hier auch erstmal mit abreißen. Cerasu-Holz. Das ist eine schöne Farbe hier. Aber ein bisschen... Also es geht nicht... Es müsste mehr ins Rote gehen, warte mal. Ja gut, könnte man... Nehmen, ich weiß nicht. Akazienholz finde ich besser. Ja, auch noch Haufen Blattgärten und alles so. So, wir müssen natürlich hier drauf achten, ne, dass nicht hier ein Latersetzling von hier oben runterkommt und er dann hier wieder so ein riesen Objekt hinsetzt. Boah, da können wir eigentlich schon rein, ne? Bin ich wieder am Baum abholzen hier. Ja, Baum. Es ist nur einer, nicht Bäume. Übertrieben, Alter. Übertriebenes Teil. Boah. Hep, hep. Ja, okay, wir warten jetzt einfach mal ab. Aua! Das war zu schnell. Wie eng das auch hier unten ist. Ah, guck mal, sehr schön. Cerasu-Setzling. Vielleicht mache ich doch zwei rein, oder was meint ihr? Oh, da steht was. Nur ein Zombie. Ein Skelett wäre mir lieber gewesen. Was hat der denn gedroppt? Ein Lederstiefel. Aha. Die wachsen nicht hier. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Mein tagsüber müssten die ja dann wachsen. Spätestens. Ey, was für ein Konstrukt. Oh, guck mal da. Nein, ich höre Zombies. Ich möchte trotzdem jetzt hier weiter ab. Boah, krass, die kommen ja aber gut dran jetzt. Kann ich auch alles auffangen. Geil. So, gib mir mehr. Heftig, Mann. Da kannst du ja schon direkt eine Baumhütte reinzimmern. Könnte man, ja, kann man später auf jeden Fall auch noch irgendwo hinbauen. Im Wald. Aber wirst du wahrscheinlich selber formen müssen. Weil nichts wächst, so wie du es dann möchtest. So schön dicht und alles drum und dran. Aber kann man ja machen, dann setzt man sich eben selber da die Blätter hin. Aber würde ich jetzt nicht mit anfangen, ich wüsste auch nicht wo. Na! Gib mir das! Vor allem draußen ist es stockdunkel, ne? Und ich krieche dann rum, wenn ich jetzt runterfalle und da ist ein Creeper. Bam! Boah, knapp. Jetzt dachte ich gerade, ich fall runter. Oh, Alter, krass! Das geht ab. Okay. Tschüss. Ah, jetzt gehen wir aber erstmal. Ich habe ja auch Hunger. Boah, da kommt aber einiges. Nein. Hier reinfallen wäre jetzt blöd. Da komme ich nicht mehr raus. Tschüss. Ah, hier erstmal direkt was essen. Hängen wir jetzt schon ein paar Parts nur an diesem Wald.
3. Eigentlich wollte ich Fichtenholz holen für meinen Turm hier. Also gehen wir erstmal schlafen. Wow, das hat nicht gereicht, das Essen. Da können wir noch was Kleines snacken hier, oder? Ah nee, doch, es hat gereicht. Dann nicht. Ah, eben Taschen leeren. Weide. Lata. Oh, das war so klar. Aber interessant, warte mal. Nein, die brauche ich. Nochmal kurz schauen. So. Das war Akazie da. Das ist ja hässlich. Das hat eine schönere Textur. Da würde ich auch das nehmen hier. Für die Scheune. Müssen wir jetzt nur noch ein bisschen Holz ansammeln? Weil es wäre jetzt halt Quatsch, anzufangen, wenn ich gerade mal nur einen Baum davon abgeerntet habe. So. Stiefel. Ja, ich pack's erstmal damit rein. Wird schon richtig sein. Weil da, oder nicht, hier ist Rüstung, ne? Ich habe noch so viel Platz, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Lager nicht ausreicht. Von der kompletten Größe her. Ah, Scheiße. Da unten die Hütte. Ja, da muss noch ein Boot rein, ich weiß. Und ein paar Spinnennetze. Haben wir die überhaupt? Habe ich schon Spinnennetze? Könnte man die eigentlich selber herstellen? Oh. Ging das nicht irgendwie? Das war Wolle. Hallo? Ich hatte doch 10. Okay. Ich kann auch nachschauen, ne? Nee, das ging nicht. Aber irgendwie muss das doch gehen. Ich meine, das ging mal. Ja, da müssen wir die mal mit... Aber wenn ich die abbaue, kommen ja keine Netze raus. Da brauche ich ja Silk Touch dann. Ja, generell, ne? Ich glaube, wir nehmen mal was zu essen mit. Warte, die Kühe. Weizen. Wheat. Ich soll ja auch Hühner? Ich weiß nicht. Hühner, haben wir denn da Seeds? Weizenkörner. Okay, passt. Machen wir auch die Hühner, die da ganz verrecken. Ich glaube, die backen da oben nur weg. In diesen Zaun rein. Und die können wir eigentlich jetzt auch schon mal abreißen. Wow! Alter, wo war der denn? Wie ich ihn mal gar nicht gesehen habe. Du bleibst unten. Oh, es war so klar, dass die jetzt da natürlich alle abhauen dadurch. Boah. Komm mal her hier. Da ist ja noch ein... Alter, was für ein Loch. Mann, ey, das geht mir auf den Sack. Ich hab den nicht gesehen. Nö. Ah, warte, da ist noch einer. Bock, bock, bock.
So, genau. Springen können die nicht so weit. Oh, das hasse ich, wenn die da drin sind, ne? Na, wie geht's? So, dann kommt mal her hier. Macht Kinder! Ja, ihr auch! Ja, genau. Wart erstmal erwachsen, ne? Ich guck nochmal durch. Ich glaube, das waren alle. Ah ja, genau. Die Level, die soll ich natürlich auch mitnehmen. Ha. Bock, bock! Da waren vier Hühner noch. Ja, willst du was essen? So, das reicht. So. Boah, bis hier hat es das Zeugchen gesprengt. Brrr. Irgendwo unter mir. Hörsch, Zombie. Ja, es sind halt noch Hohlräume drin. Das ist echt doof. Na komm, stell dich nicht so an. Hui. Da muss ja mal verschwinden hier so langsam. So, der kann auch weg. Brauche ich jedes Holz? Aber der ist ja mit dem verbunden hier. Ne? Das sind, glaube ich, drei Bäume oder so gewesen. Einmal Tuopa, Weide und Lata. Was? Da hinten ein bisschen was passiert. Nö. Nichts hier wachsen. Warum er nicht wächst, ne? Höllrindensetzling. Aber das ist auch Holz, ne? Höllrindenblätter, Höllrindenholz. Also das gibt es wirklich. Vielleicht wächst er nur auf Sand. Auf Sand oder wir setzen die mal auf Kies, wenn es geht. Ja, Sand habe ich blöderweise nicht dabei. Setzen wir hier den daneben. Und dann müssen wir dann mal hier noch Sand reinsetzen. Kriege ich irgendwo Sand gerade her auf die Schnelle? Irgendwo hier oben gibt es doch was. So. Boah, nächste Entdeckungstour wird in diese Richtung gehen. Ich hoffe, ich finde da einfach mal irgendwann die Bäume, die ich brauche. Komm, in einem der Tümpel muss doch ein bisschen Sand geben. Das sieht doch gut aus da hinten, oder? Nee, da ist aber kein Sand. Überall nicht. Ist das Sand? Ja, das ist irgendein Stein. Komm nicht raus. Ey, wir hatten ja da hinten auch noch eine Höhle entdeckt. Die müssen wir uns auch nochmal erkunden. Wer klopft denn jetzt hier von den Nachbarn? Hör mal, wer da hämmert. Mir ist auch kein Sand. Ich glaube, hier kriege ich keinen Sand.
Hier ist Sand. Ja, komm, dann gehen wir eben einfach mal da runter. Oder die Piranhas. Pop, 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 pop. Klopft er denn da jetzt? Aber ich hoffe mal, ihr hört es nicht. Ist wieder oben, über mir drüber. Ja, der gefühlt 2 Jahre gebraucht, um die ganzen Regale anzubringen, so oft wieder gebohrt hat. Ey, jeden Tag, jeden Tag. Was ist da los? Hält das nicht? Dann lass einen Profi machen. Oh, guck mal, der große Mond. Das sieht sogar so von der Seite noch größer aus, als wenn ich so direkt drauf schaue. Wird der voll klein. Also ich bin hier mal gespannt. Ne. Da geht er auch nicht dran. Na gut, dann lassen wir das so. Later. Ach ja, der eine, der kann ja da bleiben. Den habe ich extra gesetzt. So, gehen wir noch in Sicherheit und dann war's das. Bedanke ich mich schon mal fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.